Servus Leute und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Vlogs. Wir befinden uns gerade in Porto Torres, der Hafen von Sardinien. Die Fähre ist gerade am Drehen, dann geht's ins Auto und dann fahren wir in unser Haus. Und dann schauen wir mal, was heute so passiert. So, und wie ist die Stimmung, wenn wir jetzt auf Sada sind? Ein bisschen hungrig? Ja. Schon geschissen heute? Ja. Ja, ich nehme mich nicht. Ich sehe nichts, weil ich mir Sonnenbrille vergessen habe. Ich nehme mich ganz so voll. Ein Glück liegt hier eine Grenzgänger-Sonnenbrille. Zieh mal auf. Die ziehst du mir gleich eh wieder ab, wenn das Video vorbei ist. So, jetzt kannst du wieder hergeben. Ja Leute, falls ihr euch fragt, wie diese legendären Vlogs entstehen, jetzt sitze ich hier in Sardinien morgens beim Frühstück und hustle jetzt schon den nächsten Vlog durch. Also nur so viel zu diesem Thema. Leute, hier geht einfach nichts, Mann. Hier geht nichts. Ich raff's nicht. Ohne Spaß, ich tue zum fünften Mal die Dateien rüberziehen, weil es irgendwie den Namen zerhauen hat. Jetzt musste ich nochmal alles löschen und alles nochmal neu machen. Ihr glaubt nicht, was ich mir hier schon wieder für einen Hassel gebe. Nur, dass ihr geile Videos bekommt. Nur für euch, Mann, nur Technik für euch. Technikprofi, absoluter Technikprofi. Machst du ja auch erst seit 2 Tagen, ne? Das ist jetzt mein 4. Vlog mit dem MacBook, aber ich komm rein. Und jetzt wünsche ich euch einen guten, jetzt wird erstmal gefrühstückt. Der letzte Mensch. Guck mal das hier. Das Zeug kriegt richtig rein. Kennst du es? Nee. Nee? Mit Stückchen, Alter. Kannst du drauf rumbeißen. Ach, der Pfeffer, Robby. Mal hier. Robby. Cayenne. Porsche Cayenne, bitte. Wo ist der Macker? So? Willst du doch deine Story zur Bauernfängerei? Das ist Bauernfängerei hier. Denkst du, hier ist eine Mühle? Nichts da, gar nichts. Das ist einfach nur, weil es wieder hier schnell zu erreichen im Durchgang ist. Du alter Bauer. Was? Eine Spritze willst du? Das ist hier aber gar nicht mal so verkehrt. Hab ich mit? Ja? Wenn ich wieder ein Pflaster brauche im Urlaub. So ist es jetzt das besonders freakig wird heute. Scheinbar ja. Fühlt er sich mal groß, darf endlich Cola alleine kaufen. Jetzt fahrt er mir gleich gegen das Knie. Wer kennt's? In Urlaub fahren ohne Shampoo. Noch ein kleiner Lifehack, immer die unten nehmen, das sind die billigen. Nee, komm, jetzt hat sie ein Problem mit Kokos. Kennt ihr die Freundin, die immer was zu meckern haben? Das ist gut, das kostet 1 Euro mehr. Das riecht ja nicht nach Kokos. Oder ein bisschen Parfum. So, einmal hier Badass Muschio. Badass
Moschio. Jetzt und an die besonderen Ranzer. Wer kennt's, ohne Zahnpasta in Urlaub fahren? Dieses Mal haben wir sie dabei. Warum ich dich filmen? Ja, ich hab meine dabei. Weil du das einzige Gesicht bist, das man hier sehen darf. Rücken immer gerade. Gute Haltung, Brust hoch. Betten, das nehmen wir eben damit nach Hause. Scheiße, wie macht man das jetzt? So? Geht's oder? Hey, hey. Na Junge, du bist so schlau. Was würde ich nur ohne Quadboy tun? Was würde ich nur ohne Quadboy tun? Ah! Ah, das ist unten so. Okay. Das wird nicht gehen. Warte. Wie das geht. Oha! Ein MacBook hat leider nicht gereicht. Deswegen jetzt das zweite. Prost! Scheiße. Unsere Zufahrt! Achtung, bleib nicht im Stein hängen, Junge. Oh Gott, Alter, das reicht nie im Live. Wenn die Frau wüsste, was wir für wie sagt man? Chaot. Rabauken. Ich würde es gerne filmen, aber es ist so respektlos, wenn ich jetzt in die Fresse filme. Passen nicht mal unter den Carport runter. The first moment. Ich habe bis jetzt nur einen kleinen Ausschnitt des Pools gesehen, aber jetzt first moment, first reaction. Reaction. Das schreit förmlich nach einer suizidalen Rolle. Ich würde am liebsten schon mit Klamotten reinspringen. Ja, ich auch gerade. Sollen wir? Ah, nee, gleich. Das schreit förmlich noch gar nicht so kalt. Ich würde jetzt gerade hier gerne mit Unterhose. Soll ich kurz nackt rein? Ganz kurz um die Ecke gehen? Ah, nee, muss man zensieren. Mal anders. Wir können einfach grillen. Alter, wie geil ist das denn, bitte? Hey, komm her. Ich weiß nicht, ob das zu unserer Wohnung gehört, aber ist ja kackegal. Hey, so ihr könnt. Grillen, essen. Ja. Fliesentisch der Extraklasse. Massiv. Also eigentlich gehört es hier nicht dazu, zu unserem Haus, aber die Frau hat gemeint, in der ganzen Anlage ist niemand. Also die Terrasse kann man sich auch den ein oder anderen Sunset genießen, wenn hier keiner eincheckt die nächsten Tage. Und Action! Leute, my friends, oder soll ich jetzt Deutsch reden? Okay? Ich sag immer Leute am Anfang, das nervt mich gerade ein bisschen. Okay, jetzt machen wir mal eine kleine Roomtour, bevor hier alles eingerichtet und unordentlich ist. Kommt nur rein, kommt nur rein. Hier befinden wir uns auch gleich im Living Room. Ich bin nicht aufs Knie. Ja, nichts Besonderes, ein bisschen rustikal eingerichtet. Das ist nothing special, nothing special. Die Küchenzeile. Hier wird die ein oder andere Königs... Nee, wie hast du gesagt? Die beste Bolognese, die beste Spaghetti der Welt. Hier wird die ein oder andere Pasta mit Tomatensauce gekocht. Ja, hier das Bad. Auch sehr im sardischen Stil mit Fliesen. Was ist denn hier? Das ist die Dusche, Alter. Okay. Ich dachte, das ist ein Schrank oder so. Ja, also die Dusche ist echt ein bisschen... Wenn nicht schon wieder, Mann. Ey, in der Fähre war die Dusche schon der übelste Krampf, Mann. Und ich bin zu breit für diese Dusche, Leute. Schau es an, Mann. Meine Schulter steht an der Seite raus. Ich muss seitlich duschen. Ich kann mir jetzt hier die rechte Schulter die ganze Zeit so... Fuck, Mann. Ich dusche mich eine Woche nicht. Es ist echt beschissen, Mann. Ich habe echt noch eine gute Dusche gehabt. Ja, hier ist Quadboys Zimmer. Der darf im Hochbett schlafen. Hast du nicht in die Dusche oder was? Guck dir die Dusche an. Komm, guck sie an und zeig Live-Reaktion. Rein da. Zeig Live-Reaktion. Digga, da war ja die Fähre größer. Das wird sogar für mich eng.
Ich gehe mich im Pool durch. Ja, wollte gerade sagen, ab im Pool. Ja, und hier im Ehebett schläft natürlich ich und meine Frau hinter der Kamera. Ja, ist hier auch noch eine Dusche vielleicht. Und da endlich das Video läuft, kann ich auch endlich diese Hand hier zur Seite legen und mich endlich auch mal hier drauf pflanzen. Wie lange habe ich eigentlich auf diesen Moment gewartet, endlich mal wieder entspannt liegen können, Leute? Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mir schon der Rücken wehtut, von diesem ganzen Rumsitzen und Bücken und Kleinmachen. Endlich mal wieder die Beine ausstrecken. Ich bin leider ein Mensch in Übergröße, aber endlich mal wieder, ja. Ich glaube, das war ein guter Einblick. Das Haus ist jetzt nicht das Größte, aber nehmen wir noch einen Kommentar. Mach mal Quietschtest. Was, warum drehen Beaches noch? Was hast du vor? Wir kuscheln nur. Kuscheln und Blümchen. Oder wir sind vor. Junge, das wäre einfach das Handy aus der Hand geschossen. So. Dann mach mal dein Intro, Herr Quadboy. Hallo Leute, willkommen auf Sardinien. Upgrade. So ein Farfetch-Sticker. Wenn ich keine Hochfahne gibt, dann direkt Ärger. Nee. Mich lassen Sie jetzt hier stehen. Fahr doch auch. Ich werde ja noch rumfahren. Was für laut. So, darf man hier schon mal ein bisschen sneaken? Darf man schon mal etwas sneaken? Oh, nicht, dass ich zu viel zeige. Nicht hingucken bitte. Zensiere ich alles. Aber das hier kann man schon mal sneaken. Das Teil, ey. Das ist einfach nur gestört, wie die aussieht. Sagen, das ist doch ein schöner Ort, um Rekord zu kleben, oder? Höchst etwa 187. Nice. Ich glaube, das wird ganz geil. Oh hey, was geht ab, Leute? Ob das bei euch gerade auch so ist? I doubt it. I fucking doubt it. In diesem Sinne würde ich sagen, allein der Geruch macht mich schon dicht. Es gibt jetzt ein kleines Comeback an alle, die mich noch nicht so lange schauen, an die neuen Abonnenten. Die können ja mal auf mein Knie schauen und sehen eine riesige Narbe. Ich habe seit über einem Jahr keine Suicide Roll mehr gemacht. Klar, es gab den 360 Water Split und so Zeug. Aber die legendäre Suicide Roll, die one and only Suicide Roll, wird heute zum ersten Mal wieder zurückkommen. Das Big Comeback hier in Sardinien. Ja, und zu meiner Form. Im letzten Vlog habe ich ja gesagt, ich scheiße auf die Ernährung. Dementsprechend habe ich ein kleines Speckpack. Aber komm, jetzt labern wir nicht so viel. Seid ihr jetzt bereit für die Suicide Roll? Quadboy, kann ich bitte mitklatschen? Ey-oh, ey-oh, ey-oh.
Bereit? Ja. War gut. Fazit zu dieser Suicide Roll: könnt ihr mal 1 bis 10 die Haltungsnote in die Kommentare schreiben. Fazit von mir: Pool ist nicht ganz so tief, Pool ist etwas frisch. Aber Spin war da auf jeden Fall. Die Spannung im Knie ist auch wieder vorhanden. Aber das war's erstmal vom Pool. Und dann sehen wir uns einfach später, wenn die Action noch ein bisschen weiter steigt. Wenn ich wieder einen Schluck Bier nehme, dann melde ich mich zurück. Ich habe jetzt richtig geil dieses Handtuch hier eingebaut. So, das wird keiner merken, dass ich dafür schon Werbung mache. Aber ich auch nicht. Ey, das darfst du nicht filmen, gell? Das darf keiner reinschneiden oder so. Ah, Leute, immer hinschauen, wo man hinläuft. What the fuck, Alter? Gib dir mal diese... Junge, wie groß ist die, Alter? Ist das ein Oschi? Ich will euch was zeigen. Gebt euch mal den Unterschied von dem Bein zu diesem Bein. Kann man das sehen von da? Mhm. Ja? Das erkennt man sogar im Dunkeln. Das ist einfach krank. Ich kann dieses Bein seit dem Unfall, habe ich keine Beine mehr trainiert. Das ist einigermaßen okay. Ich fahre gefühlt Enduro nur auf diesem Bein. Aber das ist schon heftig. Bin mal gespannt, wann ich das wieder richtig belasten kann. Die Fans, die wahren Fans, die die Vlogs aus Südfrankreich kennen. Vorhin auf Insta auch schon. Wo bleibt der X-Men Water Split? Ganz genau für dich, Herr Kebel. Gibt es jetzt den X-Men Water Split? Auch ohne irgendwie jetzt noch mit was weiß ich, einer Sahnekirsche oben drauf. Einfach nur Basic X-Men Water Split. So, das war jetzt nur Warm-up. Beziehungsweise bei dem Pool eher ein Cooldown. Zu guter Letzt. Was für zu guter Letzt, Digga. Und jetzt habe ich Bock, mal ein bisschen abzuspannen, zu chillen in der Sonne auf meinem Handtuch, auf meinem Grenzgänger-Handtuch. Aber bevor das geschieht, gibt es den Chubby Man Flat Death Bomb Spin. Er war sogar Late Pull. An dieser Stelle noch ein dickes Sorry an Quadboy, dessen Dekor beim Late Pull etwas nass gespritzt wurde. Und ich? Ja, du, das ist ein bisschen schwundisch immer. Und die lange Hose auch. Lange Hose, ja. Sieht doch crazy aus. So ein Shot über die Blumen mache ich mal. Achtung, jetzt wieder unten in die Dorntappen. Ich kann es mal wieder ein bisschen mit mehr Liebe machen. Hauptsache schnell fertig werden. Da ist ganz viel Liebe dabei. Schneid's doch ein. Ja, mache ich auch gleich, brauch ich auch. Einfach hier einschneiden. Hier. Hier einschneiden und dann ein bisschen hier. Jo, ich bin's nochmal. Ich habe mir die Videos jetzt am Handy angeguckt. Ich muss wirklich sagen, meine Form ist grauenvoll. Ich habe jetzt lange nicht mehr in den Spiegel geguckt. Ich weiß, ich könnte es anspannen und hier super toll dastehen. Meine Form ist einfach nur scheiße. Bitte schreibt's mir nicht in die Kommentare, ich weiß es selbst. Aber ich melde mich jetzt dann bald im Fitnessstudio an. Es hat jetzt ein Ende, ich muss jetzt mal wieder regelmäßiger gehen. Bei mir daheim kann ich immer nur Brust, Schultern so scheiße machen und Rücken, ja, aber ich will jetzt einfach mal wieder ins Studio und mal wieder richtig durchziehen. Deswegen spart euch bitte eure bösen Kommentare. Only good vibes. Und ja, ich wünsche euch einen schönen, verregneten Tag in Deutschland. Leute, wisst ihr, was mir gerade passiert ist? Bei einem freshen Fotoshooting habe ich
ihre Karre umgeworfen. Der Ständer ist nicht, ja, Kabel abgebrochen. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, Schatz. Bist du es? Nein. Gut. Ah, Gottes! Nee, weil ich will hier noch ein paar Wassershots machen. So Insta-Style. Ach Gott, das kann ich eine Welle machen, oder was? Irgendwie ist es gerade überbelichtet auf dem Video. Also in echt sieht es krank aus, aber auf Video ist es überbelichtet. Leute, wie heftig ist das eigentlich? Ich kann mich nicht so schnell bewegen. Jetzt bräuchte man ein Stand-Up-Paddle. Dann könnte ich jetzt hier im Zirkel... Achtung! Mach mal eine coole Pose neben dem Moped. Rechts raus! Rechts raus, rechts raus! Nein! Lauf einfach. Warte. Nochmal weg. Und jetzt. Und jetzt wink, 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 wink. Jedes Mal, wenn man irgendeinen Shot plant, kommt nur Grütze bei raus. Merkst du das? So, Kamera läuft. Müll noch schon aus dem Hintergrund. Also steht der Moped auch kurz weg. Willst du Wasser pflegen oder was? Jo, Vorsicht hier, kriegst schnell einen Tritt. Hier ist der Fokuspunkt. Warte. Wo ist der Fokuspunkt? Tada. Ja, geh zur Seite. Ja, sorry. Machst jetzt so ein Bike-Porn. Dreh mal Lenker ein bisschen her. Übrigens wieder mit ganzem Hebel. Motogabelbrücken hassen diesen Lenkeinschlag. Jetzt probieren wir es einfach mal. Okay. Das war's schon. Okay. Jetzt. Jetzt muss ich jetzt so machen. Mach's nochmal. Geh weg. Du brauchst nicht, du wirst nicht mehr im Bild gebraucht. Ganz schwierig. Digga, mein Pimmel ist so klein. Junge, die kleine Spitze war gerade im Video. Warte noch. Das kommt auf jeden Fall rein. Das fällt auf jeden Fall rein. Wie viel hast du so beim Fahren gechillt? Wie viel bist du gefahren? Heute gefahren noch gar nichts. Bis jetzt habe ich nur ein halbes Bier getrunken. Und fünfmal in den Pool gesprungen. Du hast einen arschstressigen Job. Das Problem ist, ich mache mir das Leben schwer. Nicht die Welt. Ich selbst, weil ich so ein scheiß Perfektionist bin. Und am Ende mit gar nichts zufrieden bin. Ich habe einen Shot von dir. Mein Name ist Francesco Mutti und basta ist meine Leidenschaft. So, gestern haben wir uns über die Nudeln im Ristorante der Fähre beschwert. Ich wette, die werden noch schlechter. Erstmal komplett versalzen und ja, an dieser Stelle möchte ich noch kurz dazu sagen, ich fühle mich, weil man es auch nie so sieht, der denkt jetzt, es ist super Highlife und was weiß ich. Du kannst es bestätigen, ich habe gerade so einen Stress, weil ich jetzt nur den ganzen Tag einen Vlog machen, hier und da, ich konnte noch nicht einmal richtig den Urlaub genießen. Und diese Erkenntnis hatte ich jetzt gerade und deswegen versuche ich jetzt das Ganze irgendwie ein bisschen zu drosseln. Vlogs on a daily basis ist als One-Man-Power eh nicht möglich, wenn ich dann auch noch am Ende Untertitel machen muss. Deswegen, nur dass ihr das mal hört. Ich gebe mir hier echt einen fucking Hustle und ich frage mich gerade auch ehrlich gesagt, für wen ich das mache. Natürlich für mich, irgendwo auch für euch. Ich habe mir das Leben so ausgesucht, aber es ist nicht immer so rosig, wie ihr denkt. Aber jetzt müssen wir einfach, ich würde sagen, wir müssen jetzt einfach mal ein Moped fahren. Einfach mal ein bisschen Stress abbauen, einfach mal ankommen, Fun haben und... Das Leben genießen. Ja, und einfach mal jetzt Nudeln reinziehen. Ich glaube, ich bin gestresst, weil ich Hunger habe. Das könnte auch liegen. Ich melde mich, wenn es mal wieder geil wird. Die Nudeln werden safe eine 3. Warte, film weiter. Die sind gut. Du musst mich auf mich filmen. Ja, dann filmen wir jetzt mal hier. Ein Sieb gibt's leider nicht.
Sieb gibt es leider nicht. Wetten, jetzt geht gleich alles auf und alles liegt unten. Das ist mir nämlich schon mal passiert. In Frankreich, nee, in Korsika ist es passiert. Ach, was weiß ich, Mann, jetzt reicht's. Es reicht, mach die Scheiße aus. Sind das eigentlich deine Gewürze? Mach die Scheiße aus. Reiniger und Leder. Und ein kleiner Arschtritt. Das mache ich jetzt noch mal rein. Das Essen wird eine 1 plus. Hör mal die Scheiße aus. Ja, also, das letzte Video kam jetzt ziemlich negativ rüber, aber ich habe gerade gemerkt, nach diesem Teller essen geht's mir wieder gut. Life is good. Wir machen uns gar keinen Stress. Gar keinen Stress. Wir hoffen, es ist immer vor Gott. Da. Das war eine FFP2-Maske. So, und? Bereust du es schon? Mhm. Jetzt sitzen wir hier mit der FFP2-Maske. Weil du hier alles aufwirbeln musstest. Servus Leute, ich bin Squirly und heute stelle ich euch den Grenzgänger Windbreaker vor. So Leute, was geht? Ich wollte diesen schönen Moment noch festhalten. Ich habe gerade eine geile Story gemacht, wo ich diesen neuen Windbreaker vorstelle. Einmal in schwarz, einmal in blau, wo ein paar Details und so erklärt werden. Aber dieses geile Bild wollte ich jetzt einfach festhalten, weil wir jetzt auch das Stativ gerade hier haben und eh nur ein kleiner Vlog-Ausschnitt ist. Und ich bin mal gespannt, stimmt, ein Thumbnail brauche ich auch noch. Ich bin mal gespannt, ob ihr die Story gesehen habt, weil ich werde jetzt noch in den Pool springen. Ich werde es jetzt noch richtig eskalieren lassen. So, da sitzen wir auch schon wieder hier mit einem Chai Latte und einem MacBook. Ja, ich glaube, heute passiert nicht mehr viel. Da kann man das Video, denke ich mal, beenden. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch einiges am MacBook machen, dass schon bald der nächste Vlog online kommen kann. Deswegen abonnieren, stay active und bis zum nächsten Video. Peace. Hey, von dem letzter Clip. Jetzt geht's erst richtig los, wenn die Kamera aus ist. Prost, Leute. Hey, wir haben 23 Uhr. Was machst du? Ich habe gerade eine neue Erfindung. Und zwar nenne ich das den Flaschentrichter. Für Fitness-YouTuber, die keinen Shaker mit haben, aber trotzdem Eiweiß in der Flasche mixen wollen. Jo, wie viel hast du da gleich drin? Fest, ob es schmeckt. Wie gut hast du den Kühlschrank gerade zugemacht? Junge, und morgen sagst du wieder, wieso haben wir so viel Content für den Vlog? Wie soll ich das zusammenschneiden? Ja, den habe ich jetzt schon. Es wird auf jeden Fall ein langer Vlog, aber... Ey, ich hätte es auch direkt hier reinmischen können. Oh, Junge. Jetzt habe ich hier so eine Aloe Vera Flasche, Alter. Manchmal... Kann ich eigentlich aufhören zu filmen, mein Arm wird schwer. Tornado. Also, dafür läuft noch. Oh, es wird echt lang. Scheiße, Alter. Also, dafür, dass das Zeug hier so eingestopft war und ich wahrscheinlich der Erste seit 3 Jahren bin, der das aus dem Regal geholt hat, schmeckt es ganz gut. Gute Nacht.